Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute oder in den nächsten Tagen könntest du die Menschen überraschen. Und du wirst Sätze hören wie: Wow, so kenne ich dich ja gar nicht. Du könntest auch über dich selbst erstaunt sein und sagen: Weißt du was, so kenne ich mich gar nicht. Was ich hier sehe ist, dass du ganz bewusst im Hier und Jetzt lebst. Dass du ganz bewusst den Moment genießen kannst. Vielleicht hast du bisher immer in der Vergangenheit gelebt und immer wieder so Sachen gesagt wie: Ach, früher war alles schöner, früher war alles besser. Oder du hast in der Zukunft gelebt. Ach, ich hoffe, dass alles besser wird. Und ich bin sicher, jetzt ist es nicht so toll, aber irgendwann wird's mal besser. Du hast erst gar nicht den Versuch gestartet, das Hier und Jetzt als gut und als besser und als schön zu betrachten. Es zu genießen, entspannt zu sein im Hier und Jetzt. Und eine andere Eigenschaft, die dir vielleicht auch ein wenig, gefehlt hat oder eingeschlafen ist, ist die Tatsache der Geduld. Etwas, was wir alle nicht so gerne hören, aber du bist geduldig. Also nicht nur, dass du im Hier und Jetzt lebst, den Moment genießt und ganz bei dir bist, Entscheidungen ganz klar triffst und die Entscheidungen vor allen Dingen so triffst, dass sie im Hier und Jetzt gut sind, dass sie dir jetzt dienen und nicht irgendwann, sondern jetzt. Wo du jetzt davon profitierst und von dem, was du dann entschieden hast, auch einen Vorteil hast, den du jetzt nutzen kannst. Sondern du hast auch diese innere Ruhe, die Geduld, dass alles gut wird. Du bist nicht mehr so hastig, so eilig und willst am besten alles gestern haben. Oder gehst in die Opferrolle. Oh Mann, ich muss immer auf alles warten und auf jeden warten. Ich muss auf die Liebe warten und auf den guten Job warten. Und ich muss auf das Geld warten und dass der Erfolg kommt, muss ich warten. Diese Sätze, diese Gedanken sind zumindest für den Augenblick ausgemerzt. Du denkst jetzt, im Hier und Jetzt. Okay, das ist für jetzt gut. Wenn ich das tue, habe ich jetzt was davon. Wenn ich mich jetzt hier geduldig zeige, dann habe ich in kürzester Zeit in der Gegenwart einen Vorteil. Wenn ich mich jetzt in der Liebe geduldig zeige, dann spürt mein Gegenüber hier und jetzt, dass das Erfolg haben kann. Dass er oder sie keinen Druck hat, sondern auf dich zukommen kann und das Hier und Jetzt genießen kann. Ohne darüber nachzudenken, was man dir sagt, wohin die Reise geht für die nächsten Jahre. Sondern im Hier und Jetzt. Du wirst eine Entscheidung treffen. Das ist etwas, was heute ganz besonders angezeigt wird. Ob du diese Entscheidung nun heute triffst oder in den nächsten Tagen, das sei dahingestellt. Aber du wirst vor allen Dingen mit dieser Entscheidung etwas zu Ende bringen. Ein Projekt, eine Partnerschaft angehen oder auch beenden. Und auch wenn Beendigung sehr beängstigend klingt, habe ich nicht für alle Beteiligten, die etwas beenden werden in Sachen Partnerschaft, Freundschaft oder vielleicht irgendeine Verbindung, eine Jobverbindung, eine freundschaftliche Verbindung, habe ich nicht, dass es dir schlecht geht. Im Gegenteil, denn etwas Neues, Fruchtbares entsteht im Hier und Jetzt. In Kürze, sichtbar. Die Entscheidung, etwas zu Ende zu bringen, zu vollenden, gib dir die Zeit, gib dir die Möglichkeit, etwas zu genießen, was du so schon lange nicht mehr genießen konntest. Ein Gefühl von Zufriedenheit stellt sich ein. Ein anderes Szenario ist, für alle Paare, die ganze Zeit
Kinderplanung im Sinn haben und es immer wieder, naja, nach hinten geschoben haben, weil das Übliche, der richtige Zeitpunkt, den es ja eigentlich bei Kinderplanung nie wirklich gibt, das wird jetzt angegangen. Das ist jetzt natürlich für eine ganz bestimmte Reisegruppe, aber für alle, die das jetzt vorhaben, die gehen das jetzt an. Die packen das jetzt an. Die sagen jetzt oder nie. Auf was warten wir? Und diese Entscheidung ist gut. Ganz gleich, auf welchem Wege ihr dann schwanger werdet, ob künstlich oder auf natürlichem Wege oder ob ihr vielleicht sogar auch ein Kind adoptiert. Das ist für jeden anders. Aber die Tatsache, dass man jetzt Familie plant, das ist jetzt da. Diese Entscheidung wird getroffen und sie ist gut. Und alle anderen, die an irgendwelchen Projekten arbeiten, ob es geschäftliche Projekte sind, ob es kreative Projekte sind, ob es karitative Projekte sind, da kam so ein bisschen ein Stillstand rein. Aber das wird sich jetzt ändern. Denn ihr, die ihr an solchen Projekten arbeitet, werdet jetzt endlich in diesen Tagen, in nächster Zeit oder auch heute vielleicht etwas zu Ende bringen. Und es wird fruchten. Es wird richtig fruchten. Und die letzte Reisegruppe habe ich hier für alle, die etwas beenden, um etwas Neues zu beginnen. Vielleicht musstest du dich erstmal aus etwas befreien, damit du etwas Neues, Leidenschaftliches, etwas, wo du schwer verliebt bist, beginnen kannst. Jetzt ist es soweit. Und natürlich gilt das für alle, die darauf warten, dass die Person des Herzens, des Begehrens sich frei macht. Ist jetzt heute oder in den nächsten Tagen frei. Und du wirst davon erfahren. Und ich sehe anhand der vielen Mondzyklen, die hier liegen, dass du schon lange darauf wartest. Jetzt ist es soweit. Jetzt wird etwas vollendet. Und was es in deinem Leben ist, ist ganz gleich, denn für jeden ist es etwas anderes von euch. Aber das, was hier vollendet wird, gibt euch allen die Möglichkeit, die Gegenwart endlich so zu leben, so zu genießen und zu lieben, wie sie ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Setze dir Ziele und glaube an dich. Du schaffst das. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann, deine Sensitiva.